Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar, bei dem ich Ihnen unseren 360-Grad IT-Security-Workshop vorstellen werde. Mein Name ist Dirk Friesneck und ich bin bei der Comparex im Specialized Sales, also im Fachvertrieb für den Bereich IT-Security aktiv. Vorab noch ein paar kurze Informationen. Am 1. Februar wurde die Übernahme der Comparex durch die Software One bekannt gegeben. Wir befinden uns derzeit im Integrationsprozess, der sicherlich noch einige Zeit dauern wird. Am Ende bietet das fusionierte Unternehmen Dienstleistungen in lokaler Sprache in 88 Ländern und Unterstützung in 150 Ländern, die von dann mehr als 5.500 erfahrenen Mitarbeitern verwaltet werden. Weitere Infos dazu gerne über unsere Webseite. Den Link haben wir Ihnen mit in der Präsentation eingefügt. Blicken wir kurz auf unsere Expertise hier in Deutschland, die wir alleine von der Comparex-Historie aus mitbringen. Wir verfügen bei unseren Fokusherstellern über mehr als 400 Sales bzw. 150 Technical Sales-Zertifizierungen, haben circa 40 Technical Zertifizierungen im Bereich unserer Fokuspartner. Wir haben hier auf unserer Präsentation eine kurze Auswahl von Fokuspartnern aus dem Bereich Security und Backup. Sie sehen dort, das sind auch diejenigen, die am Markt gesetzt sind. Soweit zu uns. Lassen Sie uns kurz vorab die Sinne schärfen für die Notwendigkeit von IT-Security, denn das da draußen ein äußerst lukrativer Markt entstanden ist für Cybercrime. Das verdeutlichen Zahlen, die das BKA jährlich veröffentlicht. Jeweils zur Jahresmitte hin meldet das BKA den Cybercrime Report des jeweiligen Vorjahres, sodass wir uns heute, Anfang 2019, mit einem Blick auf das Jahr 2017 begnügen müssen. Aber Zahlen, die dort wirklich sehr interessant sind. Wir haben im Kalenderjahr 2017 fast 86.000 gemeldete Fälle von Cybercrime. Das entspricht tatsächlich circa 10 Fällen pro Stunde. Wir haben einen Schaden, der durch Computerbetrug entstanden ist, in zweistelliger Millionenhöhe. 71,4 Millionen Euro Schaden sind im Kalenderjahr 2017 gemeldet worden. Das bedeutet auch gleichzeitig einen prozentualen Anstieg gegenüber Vorjahr von über 40%. Das Thema IT-Security ist ganz extremst wichtig zu betrachten. Vor allen Dingen, wenn wir dann auch noch die Dunkelziffer uns anschauen. Der Anteil, der prozentuale Anteil unentdeckter Sicherheitsverstöße wird von dem Spezialversicherer Hiscox mit 98% eingestuft. Kein Wunder also, wenn das BKA selbst den Wirtschaftsstandort Deutschland nach wie vor als bevorzugtes Ziel für Hacker beschreibt. Letztendlich ist Cybercrime zwar ein großer Risikofaktor, aber eben halt auch nur ein Aspekt in Sachen Datenverlust. Wir haben hier eine kleine Auswahl an Nachrichten, die uns rund um den Jahreswechsel erreichten. Und da sehen wir, dass Datenverlust eben nicht allein auf kriminelle Energie zurückzuführen ist, wie wir das beispielsweise bei Marriott hatten, wo die Daten von 500 Millionen Hotelgästen abgegriffen worden sind, oder Krauss Maffei, wo ein Verschlüsselungstrojaner die Produktions- und Fertigungsanlagen lahmgelegt hat. Also nicht nur kriminelle Energie ist ein Motor, sondern Datenverlust geht halt oftmals auch auf Sorglosigkeit oder Unachtsamkeit von Mitarbeitern zurück. Beispielsweise der 20-jährige Schüler, der zum Jahreswechsel die Daten von hunderten Politikern und Prominenten veröffentlicht hatte. Ihm ist es gelungen, relativ simple Passwortkombinationen von den Politikern im Dark Web zu kaufen und mit diesem Wissen die Social-Media-Konten der Prominenten und der Politiker zu hacken. Auf jeden Fall ein Beispiel, dass eben nicht nur Cybercrime ein großer Aspekt ist, sondern eben auch die Sorglosigkeit des Einzelnen. All diese Fälle zeigen letzten Endes die Fragestellung auf,
Wie sicher ist unsere IT von heute? Also wie sicher bin ich als Unternehmen aufgestellt? A, heute. Und B, wie sicher bin ich auch für morgen aufgestellt? Wie gut sind wir heute schon insgesamt aufgestellt? Und wichtig ist an dieser Stelle auch, wenn ich meine Daten in die Cloud verlagere, AWS, Azure, dann entbindet mich das nicht von der Verantwortung für die Sicherheit dieser meiner Daten. Security ist immer ein Thema für die Unternehmen selbst. Gut, nachdem ich eben so ein bisschen am Bedrohungsszenario gebastelt habe, wollen wir einmal ein paar schönere Bilder transportieren. Stellen Sie sich IT-Security als Urlaubsplanung vor. Da gibt es dann innerhalb der Familie oft unterschiedliche Vorstellungen über den Sommerurlaub. Der eine möchte ans Meer, der andere in die Berge. Bauernhof ist ein Thema, Strand, Kultur, Wandern. Der eine möchte in ein ganz kleines, kuscheliges Familienhotel. Der nächste möchte dann in einen großen Cluburlaub. Bei all diesen Punkten kann Ihnen Ihr Reisebüro helfen, egal an welcher Stelle Sie sich befinden im Auswahlprozess. Und wenn wir jetzt den Bogen wieder zurückspannen auf den Bereich IT-Security, wir haben auf der einen Seite die immer komplexer werdenden Anforderungen an die IT-Security, technisch, aber auch menschlich. Und auf der anderen Seite haben wir eine ganze Reihe von Herstellern. Ein Beispiel: auf der IT-Security-Messe ITSA gab es im Herbst letzten Jahres knapp 700 Aussteller, Hersteller, Systemhäuser und jeder hat ein eigenes Set an Lösungen, hat Spezialisierungen auf bestimmten Gebieten, hat hier eine Vorreiterrolle, hat dort ein Alleinstellungsmerkmal. Und das ist für jeden IT-Verantwortlichen bei Ihnen in den Unternehmen, in den Behörden eine riesengroße Herausforderung, sich da auch nur ansatzweise zurechtzufinden und dann eine für sich selbst bestmögliche Lösung zu finden. Wie mit den Urlaubszielen. Man kann die ganze Welt bereisen. Nein, wir von der Compass kennen natürlich auch nicht alle Anbieter aus dem FF, ähnlich wie bei den Leuten im Reisebüro. Die waren auch nicht an allen Orten dieser Erde, aber sie können die Erfahrungen weiterleiten. Und um Ihnen das bestmögliche Ziel, das bestmögliche Urlaubsziel empfehlen zu können, ist es wichtig, Sie zu kennen. Denn wenn Sie mit einem Strandurlaub nichts anfangen können, dann sind Sie mit einem Reisetipp Malediven denkbar schlecht beraten. Und genau dies ist der Ansatz unseres 360-Grad IT-Security-Workshops. Es geht darum, mit Ihnen Ihre IT-Infrastruktur zu beleuchten und daraus resultierend Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Handlungsempfehlungen, mit denen Sie sich dann auf die schnell wandelnde Bedrohungslandschaft und auf das Thema Cyberkriminalität entsprechend und optimal einstellen können. Werfen wir einen kurzen Blick auf unsere Vorgehensweise. Wir blicken bei unserem 360-Grad IT-Security-Workshop auf, ich sage mal, traditionelle Aspekte der IT-Sicherheit. Fragen wie: Wie ist Ihr Netzwerk aufgebaut? Wie ist Ihr Umgang mit Informationen? Wie schützen Sie Ihre Server? Wo befinden sich Ihre Server? Wie weit sind Sie schon in der Cloud? Wie viel ist noch on-premise? Im Grunde der Bereich, den man früher abgedeckt hat mit Anti-Spam- oder Antivirus-Lösungen. Aber wenn wir heute IT-Security nur noch definieren über AV, das ist wie mit Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 2. Dann ist die Haut zwar ein bisschen cremig und für 2 Sekunden in der Sonne ist das okay, aber alles darüber hinaus wird es ein bisschen schwierig und die UV-Strahlung freut sich. Darum blicken wir natürlich dann auch nicht nur auf die traditionellen Aspekte, sondern auch auf progressive Aspekte der IT-Sicherheit. Und da geht es dann um Fragen wie: Nehmen Sie Schwachstellenanalysen vor? Wissen Sie, wo Ihre Schwachstellen sind? Welche proaktiven Methoden wenden Sie an? Sandboxing. Haben Sie ein SOC, ein Security Operations Center? Haben Sie ganz, ganz viele Security-Hersteller und müssen diese alle im Blick haben? Wer kümmert sich um ein SIEM? Und die beste Technik nutzt letzten Endes nichts, wenn sie von Mitarbeitern ausgehebelt wird. Das heißt, wir dürfen nicht nur auf die technischen Aspekte blicken, den traditionellen und den progressiven Part, sondern wir müssen uns auch anschauen, wie geschult sind denn die Mitarbeiter? Werden Mitarbeiter im Umgang mit Mails geschult? Und auch wichtig, gleichzeitig werfen wir einen Blick auf Ihre Strategie. Das heißt, welche Projekte stehen bei Ihnen kurzfristig, mittelfristig oder langfristig an? Wie ist Ihr Weg in die Cloud? Wie weit sind Sie bereits in der Cloud? Welche zeitlichen, aber letzten Endes auch finanziellen Parameter gilt es denn hierbei zu beachten? Gibt es Hersteller, die für Sie per se aus der Betrachtung herausfallen? Gibt es Rahmenverträge mit einzelnen Herstellern? Was gibt es hinsichtlich bestehender Wartung oder eben Rahmenverträgen zu beachten? Nach welchen Parametern soll lizenziert werden? Dies ist unser Ansatz. Es geht uns nicht darum, im Rahmen einer Verkaufsveranstaltung Ihnen
die weltbesten Tipps einzelner Hersteller mitzugeben. Wir werden bei Ihnen vor Ort im Rahmen des 360-Grad-IT-Security-Workshops keine dedizierte Produktvorstellung machen. Wir werden herstellerneutral bleiben. Das bedeutet, Sie profitieren natürlich von unseren Erfahrungen mit einzelnen Herstellern. Und natürlich gibt es auch eine gewisse Bevorzugung, die aber sich daran orientiert, welche Hersteller über einen längeren Zeitraum hinweg mit soliden und markterprobten Lösungen unterwegs sind. Wir werden das Ganze als Workshop aufziehen. Das heißt, es findet ohne technische Hilfsmittel statt. Wir werden dies in Interviewform machen. Es geht darum, Sie kennenzulernen, Ihre IT-Landschaft kennenzulernen und entsprechend einschätzen zu können. Und im Nachgang erhalten Sie von uns eine Risikobewertung und Handlungsempfehlungen. Dabei stellen wir dann die Frage, ob wir auch an alles gedacht haben. Sie erhalten von uns einen Überblick zu den relevanten Technologien, erhalten darüber hinaus Transparenz in der Lizenzierung einzelner Security-Lösungen und wir können dort andocken mit ergänzenden oder komplett neuen Lösungen, mit Dienstleistungen, mit Services. Gibt es Bedarf an Schwachstellenanalysen oder Penetrationstests? Und letzten Endes, wir hatten den Aspekt mit den Mitarbeitern, erhalten Sie auch von uns Hinweise auf geeignete Awareness-Schulungen für diese Mitarbeiter. Und diese Risikobewertung bzw. die Handlungsempfehlungen können ungefähr so ausschauen. Wichtig ist uns, Sie erhalten von uns eine individuelle Risikobewertung. Das heißt, wir geben einen Status anhand Ihrer Infrastruktur bekannt in geringem Risiko, mittelgroßem Risiko bzw. hohem Risiko anhand der Analyse, ob bei Ihnen auf einer Ebene der entsprechende Security-Status okay ist, neutral ist oder tatsächlich höchst kritisch ist. Dort, wo der Status kritisch ist und die Risikobewertung entsprechend hoch ist, erhalten Sie von uns Handlungsempfehlungen. Also, welche Technologien oder welche Maßnahmen empfehlen sich an dieser Stelle? Welche möglichen nächsten Schritte können daraus dann resultieren? Und sollte dann eine Produktvorstellung, eine Teststellung eines einzelnen Produkts, eines einzelnen Herstellers daraus entspringen, dann kommen Sie gerne auf uns zu. Nochmals kurz zusammengefasst, Ihre Mehrwerte. Sie erhalten von uns über den 360-Grad IT-Security-Workshop einen neutralen Blick auf Ihre IT-Umgebung. Wir ermitteln gemeinsam mit Ihnen Ihren Status quo unter IT-Security-relevanten Aspekten, können dann Potenziale aufdecken für zusätzliche Lösungen, können die von uns empfohlenen zukünftigen Maßnahmen gemeinsam mit Ihnen priorisieren. Sie erhalten von uns, wie eben gezeigt, eine Auswertung und Dokumentation. Sprich, Sie erhalten von uns individuelle Handlungsempfehlungen dann für Ihre Zukunft. Dieser 360-Grad IT-Security-Workshop wird nicht nur von mir alleine durchgeführt, sondern gemeinsam mit meinen Kollegen Andreas Schmidt und René Schoppe. Sie können mit uns eine Terminvereinbarung machen, ganz zentral über unsere E-Mail-Adresse security@comparex.de. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund.